Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video über Twine, ein Open Source Werkzeug zur Erstellung interaktiver Texte. Heute möchte ich zeigen, wie Variablen in Twine verwendet werden können. Variablen eröffnen eine Fülle neuer Möglichkeiten. So lässt sich etwa eine verschlossene Tür erst dann öffnen, wenn ich in einem anderen Textabschnitt einen Schlüssel gefunden habe. Oder ich kann im Hintergrund die Entscheidungen der Lesenden nachvollziehen und demnach entsprechende Optionen anbieten oder auch nicht. Oder ich kann ganz einfach in einem Quiz die Anzahl der richtigen Antworten mitzählen. Wir öffnen nun also wieder unser Testprojekt. Und ich möchte jetzt einfach eine Variable definieren, die die Schritte zählt, jedes Mal, wenn ich von einem Raum in einen anderen wechsle. Dazu lege ich einen neuen Abschnitt an über die grüne Schaltfläche. Und diesen Abschnitt nenne ich Start. Hier definiere ich nun die neue Variable. Variablen werden definiert mit runder Klammer, set Doppelpunkt. Variablen werden durch ein Dollarzeichen gekennzeichnet. Set Schritte to zero. Jetzt möchte ich von diesem Startabschnitt zum Vorraum wechseln durch den Befehl go to. Dies sind die Befehle für das Story-Format Hallo. Wenn ich ein anderes Story-Format verwende, sieht das etwas anders aus. Ich finde die Dokumentationen, die Links zu den Dokumentationen alle im Twine-Wiki. So, eines muss ich noch machen. Ich muss den Startabschnitt auch als Startabschnitt der Geschichte definieren. Hier, Start Story hier. Und jetzt überprüfe ich, ob es auch wirklich zum Vorraum springt. Ja, es springt in den Vorraum, sonst tut sich noch nichts. Jetzt möchte ich diese Variable mit jedem Schritt um 1 erhöhen. Das trage ich am Ende des Abschnitts ein, damit es immer dann stattfindet, wenn ich von einem Abschnitt zum nächsten wechsle. Es gibt leider keine kürzere Möglichkeit, das zu schreiben. Und am Anfang des Abschnitts möchte ich einfach die aktuelle Zahl der Schritte angezeigt bekommen. Gut, jetzt kopiere ich mir das in die anderen Räume auch noch hinein. Jetzt kann ich das ausprobieren. Ich bin im Vorraum, 0 Schritte durch eine Tür. Zahl der Schritte erhöht sich um 1. Zahl der Schritte erhöht sich jedes Mal um 1. Ein solcher Zähler kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn von Anfang an nur eine begrenzte Zahl von Zügen zur Verfügung steht oder wenn mit jedem Zug die Tageszeit fortschreiten soll und in der Nacht andere Dinge passieren als am Tag. Dies war eine kurze Einführung in die Arbeit mit Variablen in Twine. Beim nächsten Mal sehen wir uns an, wie Bilder und Videos eingefügt werden können.